Heute geht es um einen Film, den ich nicht nur für euch geguckt habe, sondern ehrlich gesagt zu einem großen Teil für mich selbst. Ihr müsst wissen, wenn es Corona nicht gäbe, dann wäre ich letztes Jahr auf einem Billie Eilish-Konzert gewesen. Ich weiß, da bin ich nicht die Einzige, die traurig darüber ist, dass das nicht stattgefunden hat. Aber zumindest gibt es für uns alle jetzt einen Dokumentarfilm über Billie Eilish bei Apple TV Plus. The World's a Little Blurry heißt der. Der Film führt uns erstmal ins, ja, Kinderzimmer von Billie Eilish und ihrem Bruder Phineas in LA, wo die beiden zu Hause sind. Und wir werden Zeuge, wie das Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go entsteht. Und das ist schon abgefahren, eine klassische From Zero to Hero Geschichte, wie Billie Eilish da im Bett sitzt mit Tagebuch und Textfetzen und ihr Bruder dazu Musik macht und ja, im Prinzip im Kinderzimmer Nummer 1 Hits entstehen. Ein paar Jahre später steht dann Billie Eilish da mit ihren 4 Grammys im Arm und auf dem Weg dahin begleitet sie dieser Film. Dieser Dokumentarfilm erfüllt schon in den ersten paar Minuten das, was ich von ihm erwarte, nämlich dass er möglichst nah an der Künstlerin dran ist. Billie Eilish wurde für diesen Film wohl 3 Jahre lang von Kameras begleitet. Es gab unter anderem wohl auch eine GoPro, die mit im Schlafzimmer war und die sie während des Songwritings anmachen konnte. Dann gibt es auch noch ganz privates Videomaterial, das wohl ihre Mutter gedreht hat. Also wir bekommen wirklich einen Einblick, wie ihre Lieder entstanden sind. Auch zum Beispiel, dass sie das Songwriting an sich, also diesen Entstehungsprozess ihrer eigenen Kunst, eigentlich total ätzend findet und ihr Bruder Phineas sie da immer wieder antreiben muss. Wir lernen Billie Eilish aber nicht nur als Ikone, als Anti-Popstar, der sie ja irgendwie ist, kennen, sondern auch als ganz normalen Teenager. Sie macht zum Beispiel gerade ihren Führerschein, da dürfen wir dabei sein. Außerdem schwärmt sie für Justin Bieber und ist ganz unglücklich in einen Typen verliebt, der sich viel zu wenig für sie interessiert. Also im Grunde genommen ist das Ganze auch ein Coming-of-Age-Dokumentarfilm. Erwartbarerweise zeigt der Film auch die dunkle Seite von so viel Popularität in so jungen Jahren. In einer Szene steht Billie Eilish neben Plattenboss um Plattenboss und muss für die Kameras lächeln nach einem ihrer Konzerte und ihr ist das total zuwider. Man sieht sie innerlich platzen und das sagt sie dann auch ihrer Mutter. Außerdem, was ich nicht wusste, Billie Eilish hat wohl das Tourette-Syndrom, in so Stresssituationen dann auch immer wieder Ticks. Und man lernt sie fast schon von einer, ja, auch manchmal depressiven Seite kennen, die dann Fluch und Segen zugleich ist, weil sie ja aus dieser Traurigkeit heraus auch ihre Lieder schreibt. Und fast macht man sich als Zuschauer Sorgen um dieses Mädchen. Aber da bringt der Dokumentarfilm dann immer wieder die Eltern ins Spiel, die sie auf die Konzerte zu Terminen begleiten, die all ihre Entscheidungen mittragen. Das ist mir an der einen oder anderen Stelle fast schon ein bisschen zu penetrant, als würde der Film mir ständig sagen wollen, nein, man braucht keine Angst um sie haben, ihre Eltern sind ja da, sie hat ja ein ganz tolles Umfeld. Aber ein bisschen Zweifel bleiben da doch, ob so viel Ruhm dann so spurlos an einem Menschen vorbeiziehen kann. Mein Fazit: Man kommt in diesem Film der Künstlerin, der Teenagerin, dem Menschen Billie Eilish wirklich nah. Deswegen würde ich ihn auch jedem empfehlen, der Billie Eilish eh schon kennt und ihre Musik mag. Wer das nicht tut, der könnte mit diesem Film ein Problem haben, weil er das Phänomen Billie Eilish, was sie zur Ikone für so viele Teenager macht, nicht wirklich erklärt. Vielleicht hätte der Film hier noch eine Ebene, einen Schritt weitergehen können. So bleibt er für mich ein Film für Fans, aber definitiv ein guter. Das war meine Meinung. Schreibt eure gerne in die Kommentare und für mehr Film- und Serientipps klickt auf redcarpet.com. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.